Lisa Raymond, die 23-Jährige aus Pennsylvania, bereits zuvor bei den Aufschlagspielen von Lisa Raymond eine Menge Breakchancen, aber kein Aufschlagverlust für die 23-Jährige Weltranglisten 26. aus den USA. Martina Hingis, die Weltranglisten Vierte, mit ein paar Konzentrationsproblemen, mit ein paar Konzentrationslöchern. Insgesamt dieses Zweitrundenspiel auf dem Center Court nicht gerade hochklassig. Und Martina Hingis konnte nicht an die Leistungen ihres ersten Auftritts hier bei den Australian Open beim Spiel gegen Barbara Rüttner anknüpfen. 15-30. Viele leichte Fehler auf beiden Seiten. Auch bei der Doppelspezialistin Lisa Raymond. Die beiden spielen hier übrigens zum ersten Mal gegeneinander. Vielleicht hat Martina, die 16-Jährige, ein paar Probleme, sich in die Spielweise ihrer Gegnerin hineinzudenken. Normalerweise kontrolliert sie ja ganz selbstbewusst das Geschehen auf dem Court. Dritter Doppelfehler und auch hier bei diesem dritten Aufschlagspiel von Lisa Raymond Breakchance für Martina Hingis. Ball knapp im Haus. Da ist das erste Break in diesem ersten Satz. Die 4:2 Führung für die kleine Martina Hingis, für die kleine Schweizerin, die große Favoritin in dieser Begegnung. Bei ihren ersten Aufschlagspielen hatte sie überhaupt keine Probleme. Das ist ihr erster Doppelfehler. Sie sehen es selbst, es fehlt ihr ein bisschen an der Sicherheit, es fehlt ihr auch an der entsprechenden Länge. Das ist ja gerade das, was das Spiel dieser Martina Hingis ausmacht. Das ist das Argument, warum sie in der Weltrangliste so weit nach vorne gekommen ist und warum sie auch die besten Spielerinnen der Welt gefährden kann. 15-30. Auch hier in dieser Szene viel zu kurz das Spiel angelegt und dann dieser Vorhandfehler. Viele leichte Fehler auch bei Martina Hingis in dieser Anfangsphase dieses Matches. Endlich mal wieder ein direkter Punkt und endlich mal wieder eine Aktion, wie man sie eigentlich von Martina Hingis kennt und auch erwartet hat. Dennoch Breakchance. Die zweite für Lisa Raymond. Viele Variationen und genau auf den Punkt gespielt. Das ist das, was Tennisspieler ja gerne machen.
Sofort das Rebreak. Und Martina Hing ist wahrlich nicht zufrieden. 4:3, die Führung für Sie. Das ist Mutter Melanie, Trainerin und Freundin in Personalunion, ein intaktes Mutter-Tochter-Verhältnis, wie man nach außen immer wieder betont. Aber wenn sie auch mal mit ihrer Tochter etwas zu diskutieren hat, dann tut sie das auch mit dem entsprechenden Druck. Im letzten Jahr hat Martina ein bisschen zugelegt, was das Körpergewicht anbelangt. Dann stellte sie, die Mutter, die Alternative, entweder Tennis und richtiges Training oder Schule. Und Martina hat sich fürs Abnehmen entschieden. Im Moment ist sie wieder topfit. Das beweisen auch ihre Resultate. Wenn auch der heutige Auftritt nicht gerade optimal verlaufen ist bis zu diesem Zeitpunkt. Viele Fehler. Martina Hingis ist eine Spielerin, die das auch nach außen zeigt und auch ab und zu einmal dazu neigt, ein bisschen überzureagieren, dann, wenn ihr etwas nicht gelingt. Sie möchte alles ganz perfekt machen. Zweimal. Auch bei diesem Ballwechsel konnte man erkennen, dass Martina nicht ganz wach ist. Da sie nicht ganz bei der Sache ist, hat sie ein bisschen spät reagiert auf diesen Stopp. War natürlich auch ganz gut gespielt. Viele Variationen im Spiel der Lisa Raymond. Sie möchte natürlich vermeiden, dass ihre Gegnerin an der Grundlinie in den Rhythmus kommt. Ähnlich wie im Spiel gegen Barbara Rittner. Martina Hingis mit einem Leistungsloch oder Plateau. Gegen Barbara Rittner, da lag sie ja mit 1:4 zurück. Dann nahm die Leverkusenerin allerdings eine Pause, musste auf die Toilette und deshalb kam auch Martina wieder ins Spiel und gewann letztendlich auch den zweiten Satz. Sonst wäre in diesem Spiel durchaus eine Überraschung drin gewesen. 4:4, Aufschlag bei der 16-Jährigen aus Trubach. Eine Studie der Aufschlagbewegung zwischen diesen beiden. Ja, das sind dumme Fehler, die Lisa Raymond jetzt macht. Zweiter Doppelfehler. Probleme mit dem ersten Aufschlag. Dennoch gewinnt sie souverän. Ihr Aufschlagspiel führt jetzt mit 5:4. Martina Hingis längst aus der
Rolle des Tennis-Wunderkindes herausgewachsen, hat sich zur Gefahr für die Besten der Welt, auch für die Weltranglistenerste Stefanie Graf, emanzipiert. Ein Superstart in dieses neue Tennisjahr, hat gleich in Sydney, in Neu-Südwales, Zeichen gesetzt, gewann dieses Turnier im Finale gegen Jennifer Capriati und dies nach 3 Sätzen. Auch zum Ende des Jahres, beim Saisonfinale im Madison Square Garden, hatte sie ja die Rolle der Herausforderin von Steffi Graf voll ausgespielt. 5 Sätze voller Dramatik, voller Spannung, am Ende von Krämpfen gezeichnet, verlor diese Martina Hingis nach 5 Sätzen. Lisa Raymond, wie gesagt, 23 Jahre alt. Erfolgreiche Doppelspielerin, US Open-Siegerin, im Mixed übrigens, mit Patrick Galbraith. Und auch im letzten Jahr 2-mal erfolgreich im Doppel bei Turnieren in Chicago und Philadelphia an der Seite der Graf-Freundin Rini Stubbs. Aus der Sicht der aufschlagenden Lisa Raymond 5:6 im ersten Satz. Bisschen hoch und ein kleines Geschenk von Lisa Raymond. Da hat Martina Hingis nicht konsequent genug gespielt. Und das ist wieder klasse. Das ist einmal ein Ballwechsel, der demonstriert, welche Möglichkeiten diese Martina Hingis hat. Sehr viel Übersicht, spielt strategisch sehr gut. Viele sagen, sie spielt Tennis wie Schach und auch Schach spielt sie gut. Nochmal der nächste Versuch. Diesmal hat es nicht geklappt. Dennoch, 2 Satzbälle bleiben noch für diesen ersten Durchgang nach einer Spielzeit. Na, rund 36 Minuten. Erster Satz für Martina Hingis, doch noch standesgemäß nach ein paar Problemen. Und gute Meldungen in die Heimat per Handy von der Mutter aus dem Center Court im Melbourne Park. Alles in Ordnung, erster Durchgang gewonnen. Im zweiten wurde es dann noch deutlicher. 5:2 die Führung für Martina Hingis, die sich jetzt auch steigern konnte. Und das hat sich letztendlich auch in dem Resultat wiedergespiegelt. Ist schon bemerkenswert, was die 16-Jährige leistet. Ist ja immer unter Druck. Der große Hoffnungsträger des Damentennis. Alles spricht schon jetzt in der 2. Runde, ja schon vor diesem Turnier, vom Traumfinale Martina Hingis gegen Steffi Graf. Aber das ist für beide noch ein weiter Weg. Da kann noch einiges passieren. Ja, das ist eine Einladung zum Passierschlag von Lisa Raymond und prompt genutzt von der 16-jährigen Weltranglistenvierten. Martina hat eine gute Auslosung, wenn man so will. Könnte im Viertelfinale auf Arantxa Sánchez Vicario treffen, aber die Spanierin muss zunächst einmal im Achtelfinale sich wahrscheinlich mit Chanda Rubin
auseinandersetzen und da werden natürlich Erinnerungen wach an ein ganz großes Spiel Chandarobin gegen Arancha Sanchez Vicario aus dem letzten Jahr. Bei den letzten Königsturnieren, also bei den Grand-Slam-Turnieren im alten Jahr, wurde ja Martina Hingis jeweils in Wimbledon und bei den US Open von Steffi Graf gestoppt. Bei den US Open im Halbfinale, in Wimbledon in der vierten Runde. Genau auf den Punkt gespielt, Einstand. Im letzten Jahr war Martina übrigens hier bei den Australian Open Viertelfinale gescheitert, damals an Amanda Kurzer und die marschierte ja dann letztendlich auf Anke Huber zu und verlor gegen die Karlsdorferin in der Runde der letzten vier. So, das ist ein bezaubernder Matchball. Es war nicht der glanzvolle Auftritt von Martina Hingis. Aber diese Spiele, die muss man absolvieren. Und wenn man sie dann am Ende gewinnt, dann hat man eigentlich seine Aufgabe erfüllt. So wird das auch die 16-Jährige sehen. Und den Punkt macht sie weg, den spielt sie locker weg. Also Martina Hingis gewinnt nach ein paar Schwierigkeiten im ersten Satz doch noch.